Hallo, ich bin der Folge 17 auf der Freistellhof, also neues Projekt. Das Projekt nenne ich jetzt einfach mal realistisches Projekt, weil ich im Projekt ein bisschen realistisch spielen will mit sehr alten Maschinen. Ja, mir dann zeige ich erstmal den Stadtfuhrpark, weil ich da alles drin habe. Zurückscrollen. Also hier sind Deutz. Ganz cool. Die Meilerkipper mit dynamischen Pferden, also Dynamic Horses, den Fendt, eine Sämaschine, ein alter Drescher, ein Grubber und noch ein MB-Truck. So ein altes Güllefass müsste sein, ja, ein Mercedes Unimog, kleinste Ausführung. Universal, was wir über den brauchen werden, noch ein Miststreuer hier aus dem F-Pack hier, Tiefenlockerer, Düngerstreuer, Frontlader, Schaufel und hier so ein Schneidwerkswagen. So. Aber ich habe mir hier noch so ein Deutz gekauft. Manche werden ihn lieben, andere werden ihn hassen. Ich finde ihn ganz cool. Weiß nicht, wenn euch die Bereifung von dem nicht passt, könnt ihr gerne die Kommentare schreiben, dann ändere ich die noch. Aber ich fand es jetzt erstmal ganz cool, die Bereifung. Also es sieht echt richtig fett aus, der Deutz. Also ich, so ein Deutz war ich auch. Ich bin ja eigentlich nicht ein Deutz-Fan, aber sowas hier... Das kann sich sehen lassen hier, das muss ich aber sagen. So, schmeißen wir den gleich mal an den Karren. Oh hier, oh, geil. Wow, nice. Erster Gang mal rein hier. Ich spiele da mit ein paar realistischen Mods, machen wir vielleicht noch den Hungermod mit rein, mal gucken. Ich finde den richtig geil. Ich habe noch ein paar neue Mods mit rein demnächst. Mähwerk und so. Weil da habe ich noch nichts großartig was gefunden. Ist der geil. Wow. Geil. Der ist natürlich cool gemacht. Ja, kann runterschalten. Muss ja auch schön vom Gas runtergehen, wenn man schaltet. Ich finde das geil. Weiß jetzt nicht, ob das mit dem Schalten zu arg nervt. Video muss ich mir nachher nochmal angucken. FPS kann ich ja auch mal einblenden. Ich interessiert mich nämlich auch mal, wie es hier läuft, weil ich habe meine Grafik-Engine noch höher gemacht. Weil Wild Chic ist ja jetzt nicht mehr. Und jetzt habe ich die noch ein bisschen höher gemacht. Kantenkettung schon auf 2 auf 8. Und Sichtfeuer voll. Und jetzt, sieht es auch ein bisschen besser aus. FPS gehen eigentlich auch auf der Karte hier. So langsam machen hier. Ja.
So, können wir gucken, was noch alles ansteht hier. Ob wir dreschen müssen, grubbern müssen. Ah ja, abgeerntet. Gut. Können wir uns gerne den Grubber schnappen. Ah, hier ist rückwärts an. So. So, mal gucken. Wo hier, das ist schon gegrubbert. Fehlt 40, fehlt 10. 40, fehlt 10. Wow. Alles klar. Boah, hier geht's aber runter. Na, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen suboptimal, muss man umändern. Dass es hier irgendwo runter geht. Schon mal gucken. Das war ganz cool, der Kuba hier. Hatte dort gar keine Arbeit. Ich fährt einfach mit niedrigsten Drehzahlen hier rum. So, ich muss auch mal meine Tür zu machen. So. Ich find's cool mit dem Gruber. Schöner kleiner Gruber. Cooles Gerät.
könnte. Sein, dass Herr Kuba keine Strecke führt. Komisch. Das war die Bahn dahinter und dann war es auch für heute. Wenn dann ab Montag werden jeden Tag zwei Folgen 3 Stunden hoch gekommen und eine Folge HVC. Kommen morgens dann eine Folge 3 Sterne, dann eine Folge AKOC abends und dann nochmal eine 3 Sterne. So. So, Leute, ich würde sagen, das war's im Fall der Folge und bis zur nächsten Folge. Ciao.